Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem wir ja in der letzten Folge erfolgreich hier die... da war noch einer. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der hat mich nicht gesehen. Ich stand vor ihm. Boah, bin ich gut im Schleichen. Ich wollte gerade sagen, nachdem wir ja in der letzten Folge das erste Artefakt bergen konnten, habe ich mir gedacht, machen wir uns einfach jetzt an... Wo war denn das? Mana-Kapelle? Ach hier, vergessene Tempelanlage. Genau, das ist unser nächstes Ziel. Da machen wir uns jetzt hin auf. Wie gesagt, ob ich die letzte schaffe, das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird irgendwann sicherlich der Fall sein. Im Augenblick aber denke ich eher nicht, weil das in einem zu hochleveligen Gebiet ist. Das können wir aber dann vielleicht gemeinsam mit der Quest abfrühstücken, in der es um das Kopfgeld dieses Zwerges geht. Beziehungsweise um den Zwerg im Kopfgeld. Und ich habe mir jetzt, weil es jetzt doch schon ein bisschen Zeit verstrichen ist zwischen dieser Aufnahme und der letzten, habe ich mir noch mal Gedanken gemacht, was ich denn so gerne als nächstes alles machen möchte. Und wir sind jetzt, um das mal in Erinnerung zu rufen, wir sind Level 18. Und ich habe überlegt, ob es Sinn machen würde. Ja, es waren hier ja so viele schöne Ecken, die ich gerne erforschen würde. Ich habe jetzt überlegt, ob es Sinn machen würde, hier schon diese B-Mal-Gräber zu machen. Und danach zumindest... wo war es denn? Wo ist denn Wellenfels? Hier, hier ist mal auf dem Farnfeld Totenacker zu versuchen. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Level Wellenfels hatte. Das muss ich dann nochmal rausfinden. Da muss ich wahrscheinlich einmal hinporten und dann nochmal neu laden. Das werde ich dann einmal offscreen machen, um festzustellen, welchen Level das Ganze hatte. Hier war eine Mana-Kapelle, die wir schon leergeräumt haben. Und okay, das sind irgendwelche Leute, die hier langlaufen und uns hoffentlich nicht angreifen. So. Ja, und wir erinnern uns ja, hier war die Sache mit der Köhlerei. Und in dem Zusammenhang... Upsili. Oh. Hier hat es schon mal so geruckelt. Ich werde das jetzt nochmal machen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Oh, hier ist noch eine Rune. Machen wir nochmal. Was ist das? Das ist die Statue. Gut, sie wiegt aber nichts. Das ist schön. Die Schlüsselsteine wiegen auch nichts. Wir haben 9 Teleportrunen. Wow. Nachdem ich am Anfang ja immer ein bisschen in Sorge war, dass ich nicht genug habe. Nein. Ich gucke schon extra nicht nach oben, sondern nur nach unten. So, das war irgendwo da oben. Ich weiß noch nicht, ob wir von dieser Seite da überhaupt drankommen. Nee, kommen wir nicht. Ich muss einmal rumlaufen. Das Problem hatte ich, glaube ich, schon mal hier. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir hier unterwegs waren. Hier war ja diese Statue, an der ich versucht hatte, irgendwas zu tun und es nicht geklappt hat. Und wo ich mich ja schon gefragt habe, was das ist, was ich machen muss und was ich für einen Gegenstand brauche. Das hat sich ja jetzt dann relativ schnell gezeigt. So. Dann benutzen wir das doch mal. Und auch hier geht es wieder hoch. Das ist immer etwas irritierend. Ich sollte einfach gleich runterspringen, wenn das hochgeht.
So, wenn das ist wie in den letzten beiden Tempelanlagen, ist es ja eher nicht so kampflastig, sondern dann ist es mehr auf Rätsel ausgelegt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wieder der Fall ist. Finde ich auf jeden Fall eine gute Abwechslung zu den normalerweise doch eher durchschnetzeln. Okay, was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, weniger Kampf? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Kampf oder eine Falle verursacht hat, dieses ganze Blut. Ich wollte eigentlich sagen, ich finde das mal toll, wenn nicht so viel Kämpfe sind. Wenn es mal mehr Rätsel sind. Bin eigentlich durchaus ein Freund von Rätseln in Spielen. Mal schön hinter alle Steine gucken. Es könnte überall irgendwo so ein. Ha, es ist doch eine Falle. Es ist eine Falle. Okay. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich hineintappen. Und sterben. Darum werde ich gleich einmal speichern, bevor ich hier weitergehe. Ich speichere einmal. Ich weiß nicht, ob so ein komplettes Ding. Es scheint irgendwie eine komplette Platte rüberzukommen. Vielleicht springen? Aha. Haben wir zumindest nichts ausgelöst. Noch nicht. Ich gucke jetzt einfach nochmal hier hinter. Ich glaube nicht, dass hier was drin ist. Ich denke, das ist eher der Eingangsbereich, wo man. Ne, so nach dem Motto, der Test, ob man da so doof ist. Ich würde ja gerne einmal wissen, was passiert. Okay, ich speichere doch nochmal. Ich laufe da jetzt mal drauf. Okay. Gut. Ja, wir sind nicht gestorben. Das ist. Ich habe gedacht, da kommt was runter. Ne? Also. Das war jetzt interessant. Dass da nicht irgendwas runterkam, sondern man hochgeschossen wurde. Das ist mal neu. Also, ne, interessante Sache. Aber ja, konnte uns jetzt Gott sei Dank nicht umbringen. Aber vielleicht heißt es, dass es hier mehr tödliche Fallen gibt in dieser Tempelanlage. Ich frage mich dann ja auch, was für Tempel waren das? Weil gebaut hat das ja nicht Darius. Darius hat die Dinger wahrscheinlich gefunden. Jetzt hat es wieder gespeichert. Oh. Sprach ich von Rätseln? Ach du Schande. Da muss man getimed springen. Ja, Sprünge über bewegliche Objekte sind schwerer zu meistern als normale Sprünge. Um sicherer abzuspringen, solltet ihr euren Blick auf den Boden richten. Ein anschließender, schneller, mehrmals hintereinander ausgeführter Sprung lässt euch dabei sicherer springen. Aha, ist das so? Oh Gott. Gut, das haben wir schon mal. Schnieken wir mal, weil wissen wir ja nicht, da liegt was. Das sieht interessant aus. Ich speichere nochmal hier. Ich möchte nicht da unten drin landen. Man möge es mir nachsehen. Ich bin einfach kein Hüpfspringtyp. Götterfäuste. Eisenschlachtaxt. Macht 7 Schaden. Nee, die lassen wir mal liegen. Aber die Götterfäuste möchte ich mir gleich mal anschauen. Falsches Entrüstungsteil. Da. Da muss doch irgendwas mit sein. Huch! ja, sie strippen uns mal eben. Ich habe jetzt gedacht, dass die irgendwas ganz Tolles haben. Gut, sie sind schwere Rüstung und wiegen nur 3. Die Dinger sind schwere Rüstung und wiegen 4. Nein, Quatsch. Boah, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist der Rüstungsschutz. Die haben nur einen Rüstungsschutz von 3 und wiegen 25. Die haben 4 und wiegen 20. Ich habe falsch geguckt. Vergesst es. Vergesst es. Ich dachte, das wäre was ganz Tolles. Götterfäuste hörte sich so super an. So, ich glaube, wir müssen hier dann darüber. Oh Gott. Boah, sowas ist ja gar nicht meins, ne? So. Nee, nee. Geht das runter? Ist das irgendwie runter? Das scheint.
Irgendwie hat sich das hier auch bewegt gehabt, ne? Ja, ich glaube, ich bin durch. Oh. Ja, offenbar. Ja, das ist dann eher Rätsel und ein bisschen, ne? Das ist zu einfach. Wir speichern. Guck mich jetzt einmal um. Keine Dornen an der Decke. Kein verräterisch anders aussehender Boden. Ist jetzt nicht. Ich finde das hier so irritierend. Ja gut, das ist einfach nur kaputt, ne? Ich werde jetzt. Sonderbare Statue. Was? Auch das zweite Artefakt konnte ich bergen. Noch eines ist übrig. Das war aber garantiert noch nicht alles, oder? War das wirklich alles? Hier ist ein Schalter. Da geht eine Tür auf. Das scheint tatsächlich alles gewesen zu sein. Ich laufe jetzt mal eben kurz hier durch. Hier noch auf der anderen Seite was war. Nö. Ach du Kacke. Ja, da ist was. Und die Dinger mag ich nicht. Die sind mir ganz schön unheimlich. Ich mag so Geisterdinger nicht. Und jetzt hier racheerfüllte Seele. Wie viel haben wir denn noch? Ja, wir können noch ein bisschen mitnehmen, aber das nehmen wir nicht mit. So. Ich meine, wir sind ja jetzt schon levelmäßig etwas höher, aber Schiss habe ich vor denen trotzdem. Okay. Skelette sind nicht ganz so das Problem. Vor allem nicht, wenn sie überrascht werden. Oder sagen wir mal, nicht mehr das Problem. Vor ein paar Stufen hätte ich das deutlich schwieriger gefunden. Wie so vieles hier. Skelettakolyt. Wieder nur verrostetes Zeug. Alle nur noch verrostete Sachen. Also, ich bin immer der Meinung, wenn ich daherkomme, dann sollen die doch bitte ordentliches Loot haben. Ein ranziges Feueröl. Wahrscheinlich, weil Feueröl der Gral deiner Wahl ist an dieser Stelle. Okay, das war jetzt Stufe. Hier ist das Ding Faltrental Stufe 1 bis 7. Wo sind wir denn ausgekommen? Ach, hier. Okay. Ja gut. Dann sind wir. Okay. Dann sind wir jetzt, glaube ich, von der Entfernung her gar nicht so weit weg. Hier ist die, sind diese Gräber. Ich würde furchtbar gerne was verkaufen. Wir laufen jetzt mal hier. Also ich setze jetzt hier mal. Hallo? Sitzt ein Marker. Geht das nicht, weil ich den Marker. Achso. Bewegen. Ich möchte den Marker hier hinsetzen. Das geht nicht. Entfernen. Dann. Ach nee, das ging ja nur daneben. Ja. So, hier sind die B-Mal-Gräber. Dann folgen wir dem Ganzen mal. Bisschen flotter. Also diese Falle mit diesem Hüpfspringen, das fand ich jetzt, oder dieses, ja, in Anführungszeichen Rätsel, das fand ich jetzt schon etwas fordernder, weil ich nicht gut in Hüpfspringen bin. Sag ich jetzt mal so.
einfach geradeaus laufen, kommen wir nach Burg Steinfeld. Da kann ich dann hoffentlich ein bisschen was verkaufen, damit wir mit leeren Taschen in dieses Grab gehen, von dem ich hoffe, dass die dortigen Bewohner uns nicht wegnatzen. Ansonsten gibt es ja auch noch nördlich von es gibt ja noch hier dieses, hier an der Stelle, wo dieser alte Hafen von Erotin ist, also nördlich von Erotin im Endeffekt, da gab es ja hier auch noch so eine Grabanlage, aus der ich ganz schnell einen taktischen Rückzug angesetzt hatte, weil und so weiter. Greift er mich an? Ach Wolf, ich will dir nichts tun, ich hasse es, Wölfe zu töten. Ich finde das total blöd. Und es liegt nicht nur daran, dass ich einen Hund habe. Ich mag keine Wölfe töten. So. Och, die nächsten. Katze, ja. Ich fände das gut, wenn die mich jetzt nicht mehr sehen würden. Dafür lasse ich auch das Loot liegen. Ich möchte einfach keine Tiere umbringen, wenn es nicht nötig ist. Für die paar EP, die die geben, lohnt sich das auf keinen Fall. So, ach, gucke mal, was haben wir denn hier alles? Steinfeld. Wir gehen jetzt mal hier nach Steinfeld. Also ich brauche ja nicht mal in die Burg. Ich denke, ich kann hier auch schon was verkaufen. Hoffe ich. Auch wenn ich finde, dass dieser Ort hier so ein bisschen, ja, der duckt sich hier so ein bisschen unter die Burg und ist auch nicht besonders groß eigentlich. Ach so, das ist Darius Schatzbuch. Schatzsuche. Schatzbuche. Die Schatzbuche. Gucken wir mal, ob wir hier was verkaufen können. Manchmal treiben sich ja in Wirtshäusern irgendwelche fahrenden Händler herum. Oh, diese Musik ist so toll. Ja, bitte? Was kann ich für euch tun? Ja. Ich sollte ihn nicht nur angucken. Was wollten wir denn verkaufen? Was wollte ich denn überhaupt verkaufen? Okay, ich kann nur diese Dinge verkaufen. Ich glaube, das kann ich mittlerweile mal wirklich loswerden. So, ist hier irgendwas bei den Brettpilz? Ich weiß nicht, den habe ich irgendwie gewohnheitsmäßig gepflückt, aber ach, wir haben noch eine Eispranke, stimmt. Die habe ich ja am Ende der letzten Folge eingesammelt und dann nicht benutzt. Herumtreiber. Ungeziefer. Ja. Du bist ein Herumtreiber. Ich habe wenigstens einen Job. So. Die? Na, die will jetzt ja auch nichts verkaufen. Die Martina. Ich glaube, hier gibt es eher nicht die Möglichkeit, was zu verkaufen, oder? Das ist eine Bäuerin. War hier? Hier ist unsere Kiste. Ich könnte natürlich nochmal gucken, dass ich Dinge einlagere. Ich meine, wie ihr seht, also ich habe hier Massen schon drin und ich muss irgendwann mal mich von Dingen trennen. Aber es fällt mir so schwer. Es fällt mir so schwer. Die packen wir mal hier rein. Hier noch irgendwas. Feine Spinnenseide. Ja, das müssen wir auch endlich mal abgeben. Dann haben wir auch weniger Gedöns. Und das könnte ich ja eigentlich jetzt in die Kiste legen. Ich könnte auch mal die ganzen Feuersalz und Frostsalz. 31. Du Schande. Packen wir auch da rein. Ich weiß nicht so ganz, ob man da irgendwas mit tun kann. Außer alchemiemäßig verwenden. Ja, die benutze ich für meine Tränke unterwegs und das möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Haben wir hier noch Kohle? Schleppen wir nicht auch noch Kohle mit uns rum? Bärenpelz. Löwenpelz? Nee, dann habe ich das schon abgelegt gehabt, nachdem wir dann brauche ich ja nichts verkaufen.
Ja, ich hatte das ganze Zeug hier abgelegt, nachdem wir uns, glaube ich, durch die Mana-Schmiede geackert hatten. Stimmt, da habe ich dann offscreen Sachen getan. Ich erinnere mich. Ja, es ist tatsächlich jetzt schon länger her. Und ich habe jetzt wieder einige Zeit nicht spielen können, weil ich einfach keine Zeit hatte. Es ist so ein bisschen blöd, wenn man von der Arbeit kommt und dann nur noch tot ins Bett fallen will. Dann kann ich mich nicht aufraffen, noch zu spielen. Dann komme ich nämlich aus dem Gähnen nicht raus. Und wenn ich dann auch keine Folgen mehr habe, die ich bearbeiten kann, dann, ja. Ich glaube, jetzt haben wir gleich einen Wolf an den Hacken. Und irgendwas anderes. Ich laufe jetzt einfach mal hier, da müssten wir eigentlich gleich... Hier rechts war diese Mana-Schmiede. Ja. Muss ich nur aufpassen, falls wieder neue Elementare hier rausgeplöppt sind. Das weiß ich nicht so ganz. Nein. Okay, da kommen wir nicht... Muss dran denken. Der Marker sitzt ein bisschen unterhalb. Versteck von Falschauge. Das ist schön. Dann weiß ich, wo wir sind. Weil diese Gräber waren ein bisschen nördlich. Oh, was ist das denn noch? Moment. Grüfte von Bemal. Ist das ein anderer Weg rein? Das muss ich jetzt einmal austesten. Wenn das ein anderer Weg rein ist, ist das vielleicht... Eieiei, was passiert denn hier? Fällt da irgendwas runter? Das Schleichen hat sich verbessert. Ist dieses Feuer aggressiv? Ist da ein... Aber ich sehe da nichts. Das sieht so aus, als würde sich da irgendwie eine Figur drin bewegen. Ich weiß nicht, ob das... Ups, allein wegstecken, das Schwert. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt. Oh, Feuerball rein. Hat keine wirkliche Wirkung. Kann das sein, dass man hier runterspringen muss? Oder dass man hier durch einen Geheimgang hinkommt? Ich weiß es nicht. Guck mal. Ich weiß nicht, ob das Feuer irgendwas tut. Oder da oben irgendwas war. Das könnte natürlich sein. Ja, okay. Da oben klackert nämlich was. Da oben patrouilliert irgendwas, aber da kommen wir nicht hin. Nee. Schade. Da wir noch nicht fliegen können. Ja, ich habe den Sprungtrank. Ich will ihn nur dafür nicht vergeuden. Gehen wir dann doch mal den Weg, der quasi vorgesehen ist. Das war jetzt auf jeden Fall interessant. Dann wissen wir ja, wenn wir an so einem Ding ankommen, dass das ein Weg nach draußen sein wird. Und ich habe das Gefühl, das wird ziemlich groß hier. Und wenn der Eingang in die Grüfte da hinten irgendwo ist... Irgendwo hier? Oder sind wir jetzt oberhalb? Das könnte natürlich sein, dass wir jetzt oberhalb sind. Es sieht so aus, als wäre das der Fall, ja. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind direkt da.
Das wird wahrscheinlich hier unten irgendwo sein. Ja, hier ist es. Okay. Aber unser Schleichen ist mittlerweile wirklich gut. Was auch eine wichtige Sache ist. Ja, der nächste Stufenaufstieg lässt noch auf sich warten. Komisch. Hier ist so ein komisches Holzding und bei dem anderen ist so ein schickes Eisengatter. Ja. Ich bleib jetzt mal hier draußen. In der nächsten Folge gehen wir in die Grüfte rein. Es ist jetzt schon fast wieder eine halbe Stunde. Ich denke, das ist okay. Und ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und sage einfach mal, macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.